Weiter geht es im Season Mode. Wir sind neu in Liga 8. Aus Zeitgründen kann ich euch heute nur ein Match zeigen. Deswegen, weil das in einem Tag endet, mache ich dann auch, glaube ich, lieber den EA Shield Mode. Believe in the Shield. Das Pokalfenster schließt morgen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Dann zeige ich euch jetzt mal hier die erste Runde im Pokal. Und auch hier spiele ich jetzt einfach mal mit Paderborn, auch wenn ich nicht weiß, was mich hier erwartet. Eine K.O.-Runde ist ja immer besonders reizvoll. Dann machen wir jetzt mal das Achtelfinale. Dann muss ich morgen zur Not, wenn das morgen endet, den Rest des Turniers zeigen. Wie gesagt, bin gerade zeitlich etwas knapp angebunden hier. Deswegen gerade nur ein Spiel. Wir finden auch keinen Gegner. Doch, dann haben wir jemanden. Ich hoffe, dass es ein deutscher Zweitliga-Club ist oder eine gleichwertige Mannschaft auf jeden Fall. Paderborn gestern ja sehr erfolgreich gegen Schalke. Rapid Wien, ich glaube, das ist wahrscheinlich ungefähr auf Augenhöhe. Rapid Wien ist vielleicht ein Tacken stärker, würde ich mal vermuten. Verfolge österreichischen Fußball nicht, aber EA Shield Achtelfinale. Ich möchte das Shield. Besten 16 sind sie schon, aber ja, ist ja logisch. Die wollen mehr. Hier soll noch nicht Schluss sein. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Leider wird mein Laptop gerade ziemlich laut, deswegen mache ich das Mikro mal ab und zu aus. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Schönes Dribbling hier. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Okay, der Laptop ist schon wieder leise. Obermeier. Gucken, wie gesagt, das ist natürlich eine K.O.-Runde. Das ist was anderes. Kruse. Dann darf man sich nicht aufs nächste Spiel verlassen. Max Kruse. Den werde ich auch immer besser. Wie heißt der Mann? Erz 1899. Das frühe Pressing jetzt. Pass wird abgefangen. Irgendwie kommen wir hier nicht wirklich in die Partie rein. Das lief ja letztes Mal mit Conte im Sturm besonders gut. Da stand es immer schon nach wenigen Minuten, ab und zu schon nach wenigen Minuten 1-0, 2-0. Hier gerade kaum Ballbesitz, aber dann holen wir uns den Ball. Jetzt in der Anspielstation. Ah, der Pass war leider nicht gut. Zumindest bin ich ja jetzt hier einigermaßen auch mal für den Elfmeterschießen gewappnet, so ich weiß, wie das geht. Und boah, der ist nicht schlecht. Ein Schuss wie ein Strich. Aber der Torhüter packt sich ja zu. Ecke kommt rein. Den Kopfball der Gegner wirkt relativ. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Gut, würde ich mal behaupten. Ich weiß ja nicht, aus welchen Ligen stammen die bei Shield. Können die aus jeder Liga kommen? Das ist ja im Moment der einzige Kruse. Männerpokal, den ich spielen kann. Bei FIFA 23 kaum Pokal gespielt, aber am Ende waren irgendwie die meisten Pokalwettbewerbe von. Kann ja wahrscheinlich jeder mitspielen, oder? Bin ich hier so ein bisschen der Regionalligist, der jetzt hier auf irgendwen trifft. Und jetzt, oh, jetzt ist der Seidel durch. Er geht nicht richtig bis zum Tor und schießt einfach mal. Und das hat ihn das 1-0 gekostet. Den hätte er auch verwandeln müssen. Er hätte noch ein paar Schritte gehen müssen. Das könnte sein. Erstmal abgeblockt. Aber der Gegner hat eindeutig mehr vom Spiel und ich muss mir was einfallen lassen. Obermeier. Ey, hallo, der hat schon gelb. Noch niemand faul. Es wird noch nicht mal gepfiffen. Aua. Aua. Ach, der Spieler heißt so. Okay. Ich dachte, der Frank hat den Wolf geschlagen. So, Conte. Conte. Ah, wenn der durchgegangen wäre. Und der Ball kommt zurück. Und komm hier nicht durch. Schuss.
Kommen hier nicht durch. Jeder Schuss wird geblockt. Das gibt's doch nicht. Haben die 12 Mann? Die haben noch den 12. Mann da hinten reingestellt. Er konnte hier in echt nach wie vor. Geht er nicht perfekt mit seinen Chancen um. Ich meine, das war jetzt gestern gegen Schalke kein Faktor, aber hier ist er doch bisher natürlich der Star der Mannschaft. Schnelligkeit ist natürlich hier viel wert. So, Obermeier, der ist auch, gefällt mir auch sehr gut hier auf rechts außen. Und ich schieße einfach mal wieder aus dem spitzen Winkel, das hat nämlich schon mal funktioniert. So, wäre, glaube ich, gar nicht aufs Tor gegangen. Aber der Keeper packt trotzdem zu. Ein interessanter Pokalfight hier, umkämpftes Spiel. Gegner hat schon die Schnauze voll, möchte was ändern offenbar. Oder Mami ruft. Warum kann ich denn da nicht? Ich habe schon gedrückt wahrscheinlich, oder? Das hätte ich vielleicht auch noch, aber ich hätte ja nichts ändern wollen. Was soll ich jetzt ändern hier? Dauert mir zu lange. Was macht er hier? Oder quittet er? Geht's wohl doch weiter? Das war ein bisschen. Das jetzt schon, ja, er wechselt tatsächlich schon. Ist er verletzt. Kerschbaum muss schon raus. Majulu. Der Ball kommt gut. Grüll. Ist noch auf Namen. Schön diesen Pass abgefangen. Das sind bestimmt auch österreichische Wörter, die man hier in Deutschland noch nicht kennt. Mensch, räum doch mal deinen Grüll weg hier. Klefisch. Ja, wird hier gut unterstützt. Sequem. Ah, wir kommen nicht durch. Die Bälle kommen alle nicht durch. Da ist immer ein Roter im Weg. Egal, wie wir es versuchen. Ob flacher Pass, hoher Pass, Torschuss. Gegen Zombie. Aber wir sind zumindest jetzt häufiger auch am gegnerischen Tor dran. Der Gegner hat natürlich schon gute Chancen gehabt, die er hätte nutzen müssen. Oh, das war gefährlich. Schlampig gemacht. Oh, er schießt vorbei. Der geht aber nicht gut mit seinen Chancen um. Mama mia. Burgstaller spielt damit. Also es ist der Gegner natürlich auch selber schuld, dass es hier immer noch 0-0 steht. Aber er hat auf jeden Fall mehr vom Spiel. Das muss man natürlich so sagen. Kruse! Ah, oh, endlich mal. Was? Wo ging der Kopfball denn hin? Ah, das hätte jetzt auch fast das 1-0 sein können. Jetzt mal wieder so eine ganz hohe Ecke. Das hat ja ganz gut funktioniert, aber auch die landet jetzt beim Keeper. Mann, da hatten wir gerade aber auch mal eine ordentliche Chance. Hedel, Nummer 45. Aua. Denkt immer, der Wolf hat Schmerzen. Passiert hier noch was in der ersten Halbzeit? Die letzten Minuten laufen. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Es ist ja auch Pokalauslosung, also DFB-Pokal am Sonntag. Da freue ich mich drauf. Paderborn ist nämlich noch drin im Wettbewerb. Essequem. Kind Zombie. Zieht ab. Einmal mal versuchen. Ganz auf den Mann geschossen, aber war ein strammer Schuss trotzdem. Zumindest kriegen wir die Bälle jetzt auch mal aufs Tor und holen uns auch den Ball hier wieder zurück. Zu lange gewartet und dann ist die erste Halbzeit wohl vorbei. Ich glaube nicht, dass hier nochmal ein Angriff erlaubt wird. Für uns vielleicht. Für uns vielleicht, der pfeift noch nicht. Wir kriegen den Angriff noch. Wir kriegen den Angriff noch. Oh, mal wieder geblockt. Aber der Ball ist noch. Ey. Ah, Pfosten! Zählt er? Drin? Halbzeit. Boah, das war nochmal eine dicke, die dickste Chance vielleicht hier zum Ende der ersten Halbzeit. Der ging doch auch so leicht an Pfosten gerade, oder? Ein Pokalfight hier, meine Güte. Der Gegner hatte natürlich die größeren Chancen, wobei wir jetzt auch ein paar hatten. Wir hatten am Ende sogar mehr Torschüsse. Wir haben deutlich weniger Ballbesitz. Der Gegner ist aber in den meisten Kategorien besser. Beste Note bei Hut, danach King Zombie, Obermeier, Kruse. Müssen wir weitermachen. Ich hab noch Änderungen vor. Halbzeit, es ist soweit.
Halbzeit. Die Party steigt. Es war ein 0:0 der besten Sorte vielleicht. Es gab viele, viele Chancen. Ein Wunder, dass hier noch kein Tor gefallen ist. Bei mir fallen ja meistens vorne und hinten viele Tore. Aber ja, das ist hier Pokal. EA Shield vom Feinsten. Das macht schon Lust auf den Rest des Turniers, wenn wir selber noch dabei bleiben sollten. Weiß ja nicht, wie stark der Gegner ist auf dem Papier hier oder Burgstaller. Generell. Burgstaller. Das macht er sehr gut. Wir sind zunehmend besser in die Partie reingekommen. Ist ja oft so, habe ich den Eindruck. Ah, dass man sich erst irgendwie akklimatisieren muss. Wir wechseln jetzt ja auch ständig zwischen Offline und Online. Als mit Team habe ich ja jetzt Offline auf gespielt. Da ist Muslia, der gestern gegen Schalke überragend war in der Realität. Zwei Tore gemacht und Conte, der Ball ist drin. Da ist endlich das Tor und jetzt führen wir sogar. Conte mal wieder. Aus 14 Metern. Mal wieder Conte. Was macht er denn? Eigentor. Keinen Bock mehr. Wenn er meint, dass das nötig wäre, dass das sportlich wäre, quitte doch richtig. Muss ich mir das jetzt hier 90 Minuten lang angucken? Was soll das denn? Er hatte doch alle Chancen der Welt. Er war doch eigentlich die bessere Mannschaft. Ja, dann quittet er. Und das ist für uns der Einzug ins Viertelfinale. Ja doch, ins Viertelfinale. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und weil das jetzt ja so kurz war, machen wir, komm, das machen wir das Viertelfinale auch noch. 4:0. Und weil das so kurz war, machen wir das Viertelfinale auch noch. Ich weiß auch nicht, warum er das macht. Es war doch noch eine ganze Halbzeit zu spielen. Er war eigentlich geringfügig die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Nur weil ich jetzt das 1:0 mache. Gut, vielleicht. Es ist, wenn er, während ich das hier aufnehme, es ist kurz vor 3. Vielleicht will er jetzt Bundesliga gucken. Ich weiß ja nicht, wann die österreichische Bundesliga läuft. Das ist sicher eine Option. Und wir hoffen jetzt mal im Viertelfinale auf einen machbaren Gegner. In der Zeit möchte ich Sie darauf hinweisen, dass jetzt im Moment nachts oft die Anstoß-Classics hier laufen. Alte Folgen im Livestream mit Live-Chat. Ich werde nicht immer dabei sein, aber wenn man mal nachts besoffen oder nicht besoffen nach Hause kommt und noch ein bisschen sich berieseln lassen möchte, dann kann man da nachts mal in die sexy Ottmar-Clips reinschalten. Wir finden hier keinen Gegner im Viertelfinale. Ja, das wird jetzt öfters mal laufen in den Nacht- und Morgenstunden. Vielleicht in Zukunft auch mal andere Spiele. Kein Match gefunden. Wenn wir kein Match finden, dann können wir auch nicht spielen. Ich suche einfach nochmal. Ich möchte jetzt allerdings auch die Wettbewerbe hier nicht vermischen. Also ich möchte jetzt kein Ligaspiel in diesem Video machen. Ich versuche jetzt mal noch einen Gegner zu finden. Aber krass, dass man da jetzt niemanden findet. Aber ja, wie gesagt, es ist 3 Uhr nachmittags. Da ist jetzt wahrscheinlich Fußball gucken angesagt bei vielen. Ich werde mir die Bundesliga jetzt allerdings nicht angucken. Ich werde noch ein paar Videos aufnehmen. Und dann haben wir doch einen Gegner gefunden. Der ist der Lobby beigetreten. Jetzt gehen wir in die Lobby. Jetzt gehen wir in die Lobby. Die ganze Fußballwelt das ist. Thema. Wer ist das? Alan Saint-Maximin. Was ist das für ein Verein? Das Logo sagt mir nichts. Wir spielen wieder zu Hause. Der Fußball-Leckerbissen. Jetzt geht er endlich los. Bleiben Sie dran. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Zuschauer. Ich habe jetzt immer noch nicht Al-Ali. Woher? Wie stark? Der Verein sagt mir nichts, absolut nichts. Ja, Viertelfinale. Gucken, ob wir ins Halbfinale einziehen können. Spannung ist auf jeden Fall gesorgt
beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es. Es wird natürlich mehrere Pokalgewinner hier geben. Das ist ja kein totales K.O.-Turnier hier mit allen, die es. Also klar, mein Turnier ist schon ein K.O.-Turnier, aber man muss halt 4 Matches gewinnen. Gut, dann wird ein Viertel der Teilnehmer. Nee. Meine Mathematik ist jetzt nicht gut genug, um das berechnen zu können. Wie viel Prozent der Teilnehmer gewinnt denn dann denn? Da ist schon das 1-0. Ich sollte hier nicht kopfrechnen. Da ist schon der Führungstreffer für Al-Ahli. Ja, der Gegner eben hat es nicht geschafft, den Keeper zu überwinden. Und hier fällt fast direkt das 2-0. Aber wir sollten gewarnt sein. Ich vermute natürlich, dass die gegnerische Mannschaft jetzt stärker ist. Also was reine Spielerqualität angeht. Also die Qualität der Spieler. Und der Spieler selber wirkt auch relativ abgezockt. Aber solange es nur ein Tordifferenz ist, und hier ist noch genug Zeit. Esequim. Zombie immer gefährlich und oh! Gefahr ist noch nicht vorbei, aber. Da wäre fast der Ausgleich direkt gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal im Vorgängerteil oder einem der Teile den Pokal gewonnen habe. Ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht. Muslia. Und schickt. Ah, schlechter Pass. Und dann ist der Ball weg. Abwehr holt sich diesen Steilpass. Das Getränke im Block E. Was labert der? Die Stimme klingt auch mal. Ich dachte bei FIFA 23 schon, das wäre der Paderborner Stadionsprecher, der irgendwie das ganze Spiel synchronisiert hätte. Dann habe ich allerdings gehört, der. Wow, fast das 2-0. Der klingt in allen Stadien oder den meisten Stadien so. Ich glaube nicht, dass es der von Paderborn ist. Schon ein älterer Herr. Aber es klingt hier sehr authentisch, weil die Stimme sehr klingt wie die des Stadionsprechers. Sie haben den Ball verloren. Ich muss aufpassen. 2-0, das wäre schon Gift für die Atmosphäre hier. Fairer Einsatz hier. Riyad Mahrez. Gefährlich jetzt. Boah, und Hut kann parieren. Ein Tor Rückstand, dann ist hier alles noch möglich. Chancen hatten wir auch schon. Eck. Hallo. Der hat schon gelb. So, Obermeier. Obermeier, das wird gefährlich. Das ist gefährlich, das ist ein Tor. Da ist nämlich der Ausgleich. Habe ich selber fast nicht erwartet. Wieder Conte, wer auch sonst. Sollte man ihn in Eck doch als Mittelstürmer einsetzen. Es hat sich hier etabliert bei EA Sports FC. Wir haben den Ausgleich geschafft. Ein bisschen überraschend für alle Beteiligten wahrscheinlich. Jetzt können wir das Spiel komplett drehen. Kruse, Kruse verliert den Ball. Aber wir beginnen jetzt hier quasi wieder von vorne. Ball ist weg. Auch wenn der Gegner gefühlt hier leicht Oberwasser hat, solange es unentschieden steht. Und da steht es nicht mehr unentschieden. Da ist direkt im Gegenzug das 2-1. Aber gut, wir haben gezeigt, dass wir hier zurückkommen können. Dann müssen wir es halt nochmal machen. Aber man merkt, da ist viel Qualität beim Gegner. Wahrscheinlich auch am Controller, nicht nur hier auf dem Platz. Sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Aber wir sind hier absolut Konkurrenz. Oh, schön, mit Hackespitze. 1, 2, 3. Wir sind hier konkurrenzfähig. Halbe Stunde rum. Solange wir hier nicht mit mehr als einem Tor in Rückstand geraten, ist hier auch absolut alles drin. Hallo, Foul. Das war ein klares Foul. Es wird nicht gepfiffen. Und dann fällt das 3-1. Ja, in meinen Augen war das ein Foul. Da ist das 3-1. Aber gut, es sind immer noch 60 Minuten zu spielen. Da hat man auch immer noch Zeit für ein etwaiges Comeback. In meinen Augen war das hier aber, hätte man da vorher pfeifen müssen. So, aber gut, ich bin ja auch befangen und parteiisch.
schaffen wir hier den Anschlusstreffer vor der Pause. Jetzt müssen wir natürlich hinten besonders dicht machen. Ich will jetzt noch nicht auf sehr offensiv stellen. Das mache ich, wenn uns die Zeit davon läuft, weil dann besteht immer die Gefahr, dass man hier komplett untergeht. Quitten werde ich mit Sicherheit nicht. Riyad Mahrez. Ball ist bei Roberto Firmino. Schießt. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Muslia. Ah, wenn der durchgegangen wäre, dann hätte hier das 3:2 im Raum gestanden. Na gut, der Zweikampf. Ah, wir spielen hier oft nicht die entscheidenden Pässe, kommen nicht durch. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Das muss es einfach mal selber versuchen. Der war nicht schlecht, wenn das jetzt das 3:2 gewesen wäre. Wir spielen schon wieder zu Hause. Das ist im Turnierbaum vorgegeben. Oder ist das Zufall? Hat auch, glaube ich, überhaupt keine Auswirkung auf das Spiel, oder? So, aufpassen, dass wir jetzt hier nicht die Vorentscheidung kassieren. Weil ein SC Paderborn auch jederzeit zurückkommen kann. Die Pässe sind nicht gut. Komm, pfeif ab, bevor wir jetzt hier noch das 4:1 kriegen. Dann nehmen wir das 3:1 hier. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Hallo, Zeit ist rum. Oh, Yannick Ruth, ich dachte schon, jetzt wieder eine Szene, wo ich mich aufrege. Gut, die Zeit war noch nicht rum. Und dann fällt doch das 4:1. Hattrick. Nach Belieben. Und dann ist das vielleicht die Vorentscheidung. Allerdings, wenn die 4 Tore in einer Halbzeit schießen können, dann können wir das auch. Ja, es sieht nicht gut aus. Wir müssen uns was einfallen lassen, kommen sehr offensiv zurück. Leider ist es dann doch sehr deutlich hier zur Halbzeit. Klefisch und Conte mit der besten Note. Wir haben 50-50 Ballbesitz, 5:8 Torschüsse, allerdings war bei ihm jeder zweite Schuss drin. Erstmal weiter, stelle aber auf sehr offensiv. Personal wird gegebenenfalls nach der 60. geändert. Dann wechsle ich 5-mal, wenn es sich anbietet. Hoffe, dass wir bis dahin das 4:2 geschossen haben. Wenn nicht, dann kommt auf jeden Fall der 5-fach-Wechsel. Der wird früher oder später sowieso erfolgen. Müssen jetzt nur gucken. Jetzt haben wir natürlich Gefahr, dass wir völlig abgeschossen werden. Jetzt, wo wir hinten offen sind. Und ja, da ist das 5:1. Und aber gut, es ist immer noch so viel Zeit. Man hat schon Pferde kotzen sehen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir zumindest ein paar Tore schießen. Das allein, um das zu üben, möchte ich natürlich hier auch weiter spielen. Helden geben nie auf, lautet das Vereinslied. Das ist auch mein Motto hier. Oh, was ist das denn für eine Ecke? Abenteuerlich, aber... Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Oh, schießt er, aber der Ball war nicht mehr da. Da wäre Platz für den Konter. Nicht, dass das jetzt hier zweistellig wird. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Aber man muss ja auch solche Szenarien in einem K.O.-Wettbewerb mal trainieren. Das kriegt man ja nicht. Die Option kriegt man nicht alle Tage. Wie oft gibt es denn hier Pokal? Ist das jedes Wochenende oder? Riecht es doch nach Viertelfinal aus hier. Zumindest die erste Runde überstanden. Hallo. Das macht er gut. Erstmal geblockt. Zumindest verhindern wir hier noch weitere Gegentreffer. Jetzt die Flanke. Ich weiß auch gar nicht, wen ich hier rausnehmen soll, weil hier keiner so besonders schlecht ist, und wenn dann alles schlecht. Schön zugemacht. Klefisch nehme ich raus, der ist offensiv. Jetzt wäre Platz zum Konter. Besetzungsfähig. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Ich
melde mal einen Wechsel an, während hier wahrscheinlich das 6:1 fällt. Jo. Aber es kann ja auch immer passieren, dass der Gegner die Verbindung verliert. Von daher. So, Müller kommt für Rohr. Klaas kommt für Kleefisch. Bebia Issequem. Platte für Obermeier. Conte geht auf rechts. Leipertz kommt mal für Muslia. Kruse auf links. Warum wird das immer getauscht hier? So möchte ich das. Doch nur B gedrückt, aber B habe ich gerade auch gedrückt. Irgendwie wird das nicht richtig eingeloggt. Ich verstehe das nicht ganz. Wenigstens noch ein Ehrentor hier, ein zweites Ehrentor. Den neuen Leuten jetzt hier noch ist eine halbe Stunde zu spielen. Also es kann auch richtig zweistellig oder dreistellig, nein, dreistellig wohl nicht, aber auch einfach mal üben mit den neuen Leuten, ob es da vielleicht besser läuft. Er scheint aber auch keinen Gang runterzuschalten. Machen Sie gut, Steilpass. Unter Steilpass Buschi, aber dann kommt die Fahne abseits. Ja, das war eng. Ich glaube, die Entscheidung ist, ja, die ist richtig. Es war abseits. Einfach mal gucken gegen so einen doch starken Gegner hier, wie man hier noch durchkommt. Wie viel Sterne hat denn die Mannschaft von ihm? Und da ist der Platte durch. Ah, das wäre fast auf 6:2 gewesen. Chance. Platt hat ja auch gestern gegen Schalke getroffen. Mahrez, gefährlicher Pass. Wir kommen hier überhaupt gar nicht in die Zweikämpfe. Der geht einfach durch und oh, fast noch das Eigentor. Puh. Doch gar kein Tor. Leipertz. Ach, scheiße. Hätte man mehr rausmachen müssen. Aber er schenkt uns einen Eckball. Oh, auch zu weit nach außen. Aber der Ball ist wieder da. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Schön rein jetzt. Super Parade von Mondi. Eine Chance, wir haben noch Chancen. Er erzwingt den Ballverlust. Flanke kommt rein. Ach, kein Problem, auch nicht schlecht. So, Konterchance. Vielleicht kriegen wir hier das zweite Tor doch nicht. Da haben sie die Chance. Oh, was macht er denn? War nicht gut. Viertelstunde noch. Mahrez. Das Spiel ist dann natürlich entschieden. Ball ist bei Roberto Firmino. Aber wie viele Tore kriegen wir noch zu sehen? Er verballert hier seine Chancen noch. Ich hätte gern wenigstens ein zweites Tor mal mit dieser neuen Formation hier auch. Aber Ballverlust. Nee. Das ist der Klassenunterschied, wie man ihn im Pokal halt häufiger sieht. Ich würde gerne wissen, in welcher Liga der Gegner ist. Vielleicht ist das ja ein Erstligist. Gut verteidigt. Die Hereingabe. Falls es überhaupt schon Leute gibt, die jetzt schon in Liga 1 sind, so schnell, aber gibt es mit Sicherheit. Oh, Bilbia. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Roberto Firmino. Der müsste doch eigentlich mal noch ein Tor machen. Der Versuch mit dem Lupfer. Und der Lupfer geht rein. Lässig gemacht. Da ist das 7:1. Er macht meinen Standard-Torjubel. Ja, typisches Pokalergebnis. Aber wir wollen hier noch wenigstens den Fans ein Tor bieten hier. Und das tun wir auch. Platte. Traummusik habe ich jetzt aus Versehen weggeklickt. Hermann Lönz, die Heide, Heide brennt. Heide, Heide brennt. Heide, Heide brennt.
Hermann Lönz, die Heide, Heide brennt. Vielleicht können wir noch ein drittes machen. Platte habe ich auch noch nicht oft getroffen. Ah, da kommen wir nicht mehr durch. 3 Minuten plus Nachspielzeit. Gibt es auch wie gestern in Schalke gegen Schalke 9 Minuten Nachspielzeit. Der Gegner macht es vielleicht noch zweistellig. Wir haben auf jeden Fall eine zweistellige Anzahl an Toren jetzt hier gesehen. Das ist das 10. Tor in diesem Spiel. Es ist noch Zeit für ein Tor. Und wer wird es schießen? Gut gespielt, dieser Steilpass. Abseits. Ist die reguläre Spielzeit rum? Gibt es überhaupt noch Nachspielzeit? Es gibt tatsächlich noch 2 Minuten Nachspielzeit. Warum es die gibt, weiß ich auch nicht. Aber es gibt uns die Chance für einen letzten Angriff. Und T. Das Torjäger funktioniert da besser. Oh, der war nicht schlecht. Ist auch nochmal ein Eckball. Letzte Szene im Spiel mit Sicherheit. Da kommt die Ecke. Und der Keeper fängt und dann ist das 2:8. Klare Geschichte, wir sind im Viertelfinale ausgeschieden. Aber es war mal ganz nett. Gibt es hier Belohnung eigentlich? Hier gibt es überhaupt keine Belohnung. Es war von den Statistiken ja eigentlich relativ ausgeglichen, aber wir haben das Spiel ja gesehen. Conte mit der besten Note hinter Platte, Reuer, Kruse. Und das ist das Aus im Pokal. Aber naja. Ach, man könnte nochmal teilnehmen, man kann das mehrfach machen. Ja, dann mache ich es nochmal. Probiere es aber jetzt nicht nochmal, das mache ich dann vielleicht beim nächsten Mal. Solange der Pokal läuft, sollten wir den Pokal auch spielen. Ja, das war's. Schaltet gerne auch bei Ultimate Team ein oder bei den anderen Shows, die es im Moment so gibt. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.